Bis heute war die Bahnstrecke Nürnberg-Bamberg ein wichtiger Nebencharakter in vielen meiner persönlichen Geschichten und wohl in vielen anderen Geschichten anderer Leben auch. Schließlich ist sie nicht nur die interessanteste Bahnstrecke in der Metropolregion, sondern auch die wichtigste. Sie ist eine Hauptverkehrsader, welche die wichtigsten Städte miteinander verbindet. Heute ist es an der Zeit, die Bahnstrecke Nürnberg-Bamberg zum Hauptcharakter zu machen. In diesem Video, das alleine ihr gewidmet ist und allen interessanten Dingen, die man entlang der Strecke im wahrsten Sinne des Wortes erfahren kann, wenn man nur interessiert daran ist. Zwischen Nürnberg und Fürth müssen sich die Regional- und Fernzüge drei Gleise mit den Regional- und Fernzügen nach Würzburg, Neustadt-Aisch und Markt Erlbach teilen. Einzig die S-Bahn hat ihr eigenes Gleis, wobei alle vier Gleise in beiden Richtungen betrieben werden. Die S1 hält in Steinbühl, wo Umsteigemöglichkeit zu der S-Bahn-Linie 2, den Straßenbahnlinien 4 und 6 bestehen. Sowie an der Rothenburger Straße, wo Umsteigemöglichkeit zu den U-Bahn-Linien 2 und 3 besteht. Die S6 hält zwischen Nürnberg und Fürth nicht. Um auch der S6 einen zentrumsnahen innerstädtischen Halt an der Rothenburger Straße spendieren zu können, müsste die zweite Bahnsteigkante an der Rothenburger Straße wieder errichtet werden und die S6 vom westlichsten Gleis auf Gleis 2 gebracht werden. Wobei von der zweiten Bahnsteigkante auch die S1 profitieren würde. Denn bei einer Störung auf dem S-Bahn-Gleis kommen heutzutage alle S-Bahnen auf Gleis 2 und können somit, wie hier zu sehen, nicht an der Rothenburger Straße halten. Etwa bei der Stadtgrenze befand sich einst der Bahnhof Doos. Hier fädelt sich auch der Güterverkehr auf die Strecken Nürnberg-Bamberg und Nürnberg-Würzburg ein. Der Fürther Hauptbahnhof ist als Umsteigeknoten zwischen Erlangen und dem Fürther Landkreis der erste Halt aller Regionalexpresse, welche im Folgenden kurz vorgestellt werden. Alle Regionalexpresse gehören zur Linie des Franken-Thüringen-Expresses. Dies wären der RE14 mit dem RE49 als Flügelzug zwischen Nürnberg, Saalfeld und Sonneberg, der RE19 zwischen Nürnberg und Coburg, und der RE20 nach Würzburg über Bamberg, meist gekoppelt mit dem RE42 nach Leipzig. Letzterer erlangte in diesem Sommer Berühmtheit, da aufgrund des 9-Euro-Andrangs zu den Talent 2 Verstärkerzüge mit Silberlingen fuhren. Dieser RE42 hat gerade Fürth verlassen und passiert die Siebenbogenbrücke in Richtung Erlangen. Ab hier ist die Strecke Nürnberg-Bamberg eine eigenständige Strecke. Und zwischen dem Hauptbahnhof und dem Finkenschlag, also der hier im Video zu erkennenden Stelle, viergleisig. Hier hat die S-Bahn zwei eigene Gleise und seit Mai diesen Jahres einen modernen neuen Haltepunkt namens Fürth Klinikum, an dem Umsteigemöglichkeit zur U1 besteht. Die beiden eigenen S-Bahn-Gleise im Fürther Bogen waren entscheidend für den seit dieser Woche gefahrenen 20-Minuten-Takt auf der S1. Diese Brücke diente in diesem Sommer einem Mädchen zum unauffälligen Üben eines Tanzauftrittes, hat jedoch keinen betrieblichen Zweck, da der S-Bahn-Verschwenk in absehbarer Zeit nicht kommen wird. Dieser noch zweigleisige Abschnitt zwischen Klinikum und Eltersdorf ist das Nadelöhr der Strecke. Alle Züge, S-Bahnen, Güterzüge, Regionalexpresse, Intercities und ICEs müssen sich hier ein Gleis pro Richtung teilen.
Auf diesem Abschnitt befinden sich außerdem die letzten drei verbliebenen Bahnübergänge. Seit 1991 halten keine Züge mehr am ehemaligen Haltepunkt Großgründlach. Neben dem Bahnübergang. Dieser Bahnhof trug den Namen Nürnberg-Großgründlach. Allerdings wurde der Betrieb schon vor etlichen Jahren wegen mangelnder Fahrgastzahlen eingestellt. Auf den ersten Blick erscheint dies logisch. Betrachtet man die Einwohnerzahl Kleingründlachs, Eltersdorf und Erlangen generell ist für mich besonders interessant. Nächste Station, Eltersdorf. Aufstieg in Fahrtrichtung rechts. Ich bin hier während des großen Ausbaus jahrelang zur Schule gegangen und habe das Bahnprojekt VDE 8.1 quasi hautnah miterlebt. Die Lehrer, die vom Tröten der Züge genervt waren, da sie nichts von Rottenwarenanlagen wussten. Die Umleitungen der Busse aufgrund diverser Brückensperrungen. Im alten Empfangsgebäude des Brocker Bahnhofs habe ich die ein oder andere Mittagspause mit Life of Pi oder der herzzerreißenden Biografie von Malala Yousafzai verbracht, die schepperten Behelfsbahnsteige am Eltersdorfer Bahnhof und das gebrüllte Hey, als ich, wie so oft, an diesem Bahnhof die Gleise überschritt, nicht aus jugendlicher Rebellion heraus, sondern weil mir der Umweg schlichtweg zu weit war. Und es hat einen Grund, warum ich diese Geschichte erzähle. Wir kommen später darauf zurück. Heute präsentiert sich Eltersdorf folgendermaßen. Der Mittelbahnsteig ist noch nicht in Betrieb und dient heutzutage lediglich als Zugang zu einem der beiden Behelfsbahnsteige. Im Laufe des nächsten Jahres sollen kurz vor dem Bahnhof Eltersdorf zwei Weichen installiert werden, sodass die Behelfsbahnsteige obsolet werden und der Bahnhof Eltersdorf, wie auf dieser Strecke üblich, ebenfalls seinen Mittelbahnsteig für die S-Bahn hat. Heutzutage ist die Strecke erst kurz hinter Eltersdorf viergleisig ausgebaut. Wobei an dieser Stelle die Express-S-Bahn erwähnt werden sollte, welche bis letzte Woche zwar als S1 auf dem Fahrplan stand, allerdings bis Erlangen-Eltersdorf wie ein Regionalexpress verkehrte. Nach dem Halt in Eltersdorf fuhr sie aufs Gegengleis und endete am Erlanger Hauptbahnhof, wobei sie in Bruck nicht aber an der Paulgossenstraße hielt. Durch die verwirrende Beschilderung mag wohl der ein oder andere Fahrgast mit dieser Express-S-Bahn an seinem Haltepunkt vorbeigerauscht sein, da die Bezeichnung ziemlich irreführend war. Auch heute gibt es noch Fahrten im Gegengleis bei den Kurzläufern der S1, allerdings erst hinter Paulgossenstraße. Heute halten alle Züge der S1 an allen Bahnhöfen und Haltepunkten entlang der Strecke.